Herzlich willkommen zu Citgo's Verse News. Hier gibt es das wöchentliche Update rund um das Thema Star Citizen. Unser aktueller Live-Patch ist immer noch die 3.9.1. Ich hätte ja schwören können, dass die 3.10 am Wochenende jetzt live geht, aber anscheinend gibt es da noch ein bis zwei Problemchen, die das verhindern. Die Verspätung ist jetzt wirklich genau ein Monat her. Wir haben jetzt den 1. August. Das heißt wahrscheinlich, dass der Patch 3.11 auch einen Monat Verspätung haben wird. Würde ich jetzt mal so schätzen. Vielleicht irre ich mich auch. Würde ich mich freuen. Dann startet heute der 12-Stunden-Stream vom Gunner. Los geht es um 14 Uhr und enden tut es um 2 Uhr nachts. Neben spannenden Gästen gibt es natürlich auch jede Menge Gameplay und Beiträge rund um das Thema Star Citizen. Und in der Zeit gibt es auch zwei Verlosungen. Wann genau, verrate ich nicht, denn ihr sollt ja den ganzen Stream gucken. Und wenn das nicht schon genug wäre, startet auch um 21 Uhr dann noch das Junkyard Special, ein Event zwischen dem Reststop und Faxis Orga The Crew 323. Alle Infos dazu gibt es ab heute 14 Uhr im Stream. Das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Was haben wir noch in dieser Sendung? Wir schauen kurz in das neue Jump Point Magazin rein. Dann hat Korrespondent Kahn das Star Citizen Live All About Alpha 3.10 für uns ins Deutsche übersetzt. Dann schauen wir in das aktuelle Inside Star Citizen sowie das Calling All Devs. Und zum Schluss schauen wir uns dann noch die Roadmap an. Los geht es mit dem Jump Point Magazin, was gestern Abend noch exklusiv für die Subscriber reingerauscht kam. Und das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an. Dieses wunderschön aufbereitete Magazin ist immer voller Inhalte. Hier gibt es eine kleine Übersicht und schon mal ein erstes Bild von der elektronischen Sniper Rifle, die jetzt ja mit der 3.10 ins Verse kommt. Und das sollte auch das erste Thema sein. Der Elektroschaden und die elektronischen Waffen. Leider alles nur auf Englisch. Hier ein kleines Interview zwischen Jump Point und Johnny Javicius. Ja, das könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr Englisch könnt. Hier mal ein kleiner Tipp von mir, wenn die deutsche Community mal richtig was geil finden würde, wäre das, wenn dieses Magazin ins Deutsche übersetzt würde. Ich meine, das kann ja letztendlich jetzt nicht so viel Arbeit sein. Ja, das Layout ist fertig, die Texte sind fertig. Eigentlich muss es nur auf Deutsch übersetzt werden und die Schriftblöcke müssen so ein bisschen gesetzt werden. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich glaube, das könnte man ruckzuck in andere Sprachen übersetzen und ich glaube, da würde die Community sich mega drüber freuen. Ne? Nur mal so ein Tipp am Rande. Denkt mal drüber nach. So, auf jeden Fall hier, erste Thema Elektrodamage. Das zweite Thema ist dann Visual Guide Ground Vehicle. Und hier sehen wir mal alle Bodenfahrzeuge, ja, Ground Vehicle, die es schon im Verse gibt, die schon Flight Ready sind und die noch kommen werden. Ja, die Origin X1, die Dragonfly, die Aporanox, die Tumble Ranger, die Motorräder, da freuen sich auch schon richtig viele drauf. Dann natürlich den Grey Cat Buggy hier, er freut sich auch richtig, dass er den fahren darf, ne, kann ich völlig verstehen. Na, dann der Origin G12, die auch noch relativ frisch sind. Natürlich die Zyklone, der Ursa Rover, der Tumble Nova, der Panzer, auf den sich auch der Chaos schon richtig freut, die Ballista und zum Schluss noch der Grey Cat Remote Ore Collector oder auch Rock genannt. Hier noch ein bisschen ausgeweißt, wahrscheinlich dürfen wir da noch einiges nicht lesen. Als nächstes kommt dann ein kleiner Auszug aus Galactapedia, das könnt ihr euch auch mal durchlesen, wenn ihr wollt. Und hier gibt es dann noch eine kleine Fortsetzung der Geschichte The Constant Fight for a Peaceful Empire. Hier schon im 7. Kapitel, da müsst ihr euch die letzten 6 Jump Points nochmal rauskramen, damit ihr hier den Zusammenhang versteht. Und als allerletztes, was sehen wir dann? Den Subscriber Flair des nächsten Monats, beziehungsweise ja, der Monat, der jetzt kommt. Und es ist, Freunde, ein Zylonenhelm. Ja, was soll ich sagen? Meins ist es jetzt nicht, ja, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt so der Typ, der jetzt durchs Verse rennt mit einer Lanze und einem dicken Breitschwert. Es kann ja auch nicht immer meins sein. Ne? Ich muss sagen, diese Outlaw-Rüstung, die es jetzt gab, aus dem Pyro-System, richtig cool, habe ich abgefeiert, fand ich geil. Dann diesen Monat gab es ja die Elektrowaffen, ja, das Gewehr und die Pistole gab es für die Subscriber einmal in einem besonderen CMF, richtig cool. Aber das hier, Freunde, ist nicht so meins. Ich hoffe, es gibt nur einen Helm und nicht eine ganze Rüstung dazu. Aber gut, das ist auf jeden Fall der Jump Point für nächsten Monat.
Kommen wir nun zur Übersetzung des letzten Star Citizen Live mit dem Titel All About Alpha 3.10. Dazu verbinde ich euch jetzt live nach Microtech in den New Babbage Tower zu Korrespondent Khan. Ich danke dir, Sitko, und begrüße euch zu einer neuen Folge Star Citizen Live. Heute mit dem Thema alles über die Alpha 3.10. Gastgeber dieser Episode ist Community Content Manager Jared Huckabee und als Gäste dabei sind Live Game Director Todd Papi und Vehicle Director John Crew. Hierzu habe ich heute 30 Fragen und Antworten für euch. Fangen wir also an. Frage Nummer 1. Warum fliegt man in der Atmosphäre langsamer als Flugzeuge aus dem Kalten Krieg? Man kann Flugzeuge, die sich nur in der Atmosphäre bewegen, nicht mit Raumschiffen, die im All und der Atmosphäre fliegen, vergleichen. Dabei gilt zu beachten, dass Raumschiffe in Star Citizen um ein Vielfaches schwerer sind und nicht jedes Schiff wirklich für die Atmosphäre gebaut wurde. Hinzu kommen die unterschiedlichen Atmosphären der unterschiedlichen Planeten. Hier verändern sich Gravitation und auch die Wetterbedingungen. Natürlich wird immer wieder geprüft, ob Anpassungen erforderlich sind. Frage Nummer 2. Die neuen Anlieferungsmissionen sind soweit gut, nur dauern diese gefühlt dreimal so lange wie zuvor, mit gleicher Bezahlung. Was für Gründe gab es, diesen Weg zu gehen? Missionen werden modular gestaltet, wodurch sie an verschiedenen Orten auftreten können. Sie schauen sich an, wie lange eine Mission dauert und was der Spieler dabei verdient. Es gibt intern einen gewissen Betrag, was der durchschnittliche Spieler pro Stunde verdienen kann. Hierbei und im Missionsaufbau wird es immer wieder Anpassungen geben. Frage Nummer 3. Das Spline-System führt schnell zum Tod beim Starten oder Landen des Schiffes. Mit welchen Änderungen können wir hier rechnen? Hier wurden Anpassungen gemacht. Man wird jetzt den Landekorridor aus größerer Entfernung erkennen können. Zudem ist die Toleranz innerhalb des Korridors verdoppelt worden. Und das Landepad wird nicht mehr direkt angezeigt, sondern wird im Landekorridor angezeigt, um abrupte Manöver zu vermeiden. Frage Nummer 4. Wird man das Spline-System auch für Raumstationen benutzen können? Sie wollen auch bei Raumstationen die Landezone durch entsprechende Zeichen deutlich erkennbar machen, dass Spieler unterscheiden können, ob es sich um eine Stadt oder den Flughafen einer Stadt handelt. Frage Nummer 5. Zurzeit ist es schwer, in horizontalen Hangars zu landen. Gerade bei der Carrack ist das so. Wie werden Sie hier vorgehen? Das ist ein Bug, der dazu führt, dass der Wind sich auch in den Hangars befindet. Sie arbeiten an diesem Problem und hoffen, es schnell in den Griff zu bekommen. Frage Nummer 6. Das Mobiglas gibt es in verschiedenen Farben. Werden sich diese Farben auch auf das Menü und den Text auswirken? Ja, das ist geplant. Das Mobiglas muss in das Building-Block-System implementiert werden. Dann kann man dem Spieler eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten. Frage Nummer 7. Große Schiffe sind schwer in der Atmosphäre zu steuern. Ist das bewusst gemacht worden oder sollte das IFCS besser gegensteuern? Das IFCS ist hier die interne Flugkontrolle. Die Schiffe mit dem Wind interagieren betrifft alle Schiffstypen. Es gibt natürlich Schiffe, die schwerer zu steuern sind als andere und das ist auch bewusst so gemacht. Hier kommt auch wieder das Modell des Schiffes in Betracht. Hat es Flügel oder heißt es Caterpillar? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Frage Nummer 8. Sind Sie mit dem Gefängnis bisher zufrieden und welche eventuellen Änderungen wird es in der Alpha 3.10 geben? Es gab kleine Änderungen, was Gesetze und Strafen betrifft. Wenn es in Zukunft ein neues System ins Spiel schafft, wird es dort natürlich auch andere Gesetze und andere Strafen geben. Frage Nummer 9. Mit dem neuen Zielsystem kann man nicht mehr zwischen freundlichen und feindlichen Schiffen wechseln. Warum ist das so? Zum neuen Zielsystem bekamen sie viel Feedback aus der Community. Und im PTU ist es auch schon wieder verfügbar und soll auch, wenn es implementiert wird, wieder zur Verfügung stehen. Frage Nummer 10. Warum neigt sich die Nase des Schiffes beim Starten nach oben? Das kann viele Gründe haben. Kufen könnten zum Beispiel mit dem Boden kollidieren und dadurch neigt sich die Nase gern nach oben. Frage Nummer 11. Wird es eine Möglichkeit geben, Start- und Landeerlaubnis abzubrechen? Sonst muss man immer warten, bis die Zeit abgelaufen ist, wenn man nicht schnell genug gelandet bzw. gestartet ist. Je wichtiger Hangars und Starten bzw. Landen im Spiel wird, umso mehr machen sie sich Gedanken über solche Optionen. Das zu schnelle Öffnen und Schließen der Hangartore sollte mit der neuen Alpha 3.10 behoben sein. Frage Nummer 12. Der Patch kam später als erwartet. Wie war die Entwicklung des Patches? Corona hatte kaum Auswirkungen auf die Entwicklung. Hier lag es eher an einigen Bugs, die bei der Entwicklung aufgetaucht sind. Das musste behoben werden. Und da die Alpha 3.10 ein wichtiger Patch ist, haben sie sich mehr Zeit gelassen, um alle geplanten Features ins Spiel zu bekommen. Frage Nummer 13. Welchen Einfluss hat die Alpha 3.10 auf die Alpha 3.11 sowie die Alpha 3.12? Nach Beendigung eines Quartals gibt es Pläne, was weiter zu tun ist. Auch ist es abhängig, ob Features aus dem letzten Patch gut funktionieren oder ob sie noch Anpassungen vornehmen müssen. Dann arbeiten sie erst an den Features und gehen danach zur neuen Aufgabe über. Frage Nummer 14. Wird es mehr Tastaturkürzel geben, wie zum Beispiel das Anfragen einer Lande- oder Starterlaubnis oder ähnliche Befehle betreffend? Das ist geplant. Je mehr Features es gibt, desto mehr wird es auch Anpassungen bei den Tastaturkürzeln geben. Frage Nummer 15. Ist die schlechte Handhabung der Vanguard Absicht?
Eigenschaften aus Alpha 3.9 wurden entfernt und Änderungen werden vorgenommen. Frage Nummer 16. Sind Sie mit dem VTOL zufrieden oder werden Sie noch Änderungen vornehmen? Es gibt immer Dinge, die man in der Zukunft anpassen wird, aber zurzeit sind Sie mit dem VTOL zufrieden. Frage Nummer 17. Welche Änderungen wurden im Raumkampf vorgenommen und warum? Die Zeit der Zielaufschaltung der Raketen in der Abhängigkeit der Geschwindigkeit des Schiffes. Je schneller das Schiff fliegt, umso länger dauert die Aufschaltung. Spieler sollen näher beieinander sein, um den Gegner aufschalten und Schaden zuzufügen zu können. Man soll nicht einfach nur auf kleine Pixel schießen, da man zu weit voneinander entfernt ist. Autogimbal funktioniert sowieso besser bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Frage Nummer 18. Wenn ein Schiff rollt, dann spielt der Pip verrückt. Warum ist das so? Hierfür kam das Feature für feste Waffen in den Patch. Am besten sollte man näher an das Schiff heranfliegen, um dies zu vermeiden. Frage Nummer 19. Kann man trotz dieser Änderungen dann noch Rennen veranstalten? Sie müssen eine gute Balance schaffen. Rennschiffe werden immer schnell bleiben und auch gut zu handeln sein, mit dem Nachteil einer sehr schlechten Bewaffnung. Naja, wie sagt man so schön, ein bisschen Schwund ist immer. Frage Nummer 20. Bedenken Sie auch, was zukünftig implementiert wird oder müssen wieder mehrere Dinge ein Rework erfahren? So gut es geht, planen Sie natürlich auch für die Zukunft, auch was Server-Meshing und so weiter betrifft. Auf manche Systeme warten Sie so lange, bis Sie in einem entsprechenden Bereich weitermachen, um einen erneuten Rework entgegenzuwirken. Frage Nummer 21. Wird es Änderungen an den Pips geben? Ein paar kleine Änderungen sind geplant, aber im Großen und Ganzen sind Sie zufrieden. Frage Nummer 22. Wie funktioniert der Annäherungsassistent? Sechs Strahlen gehen vom Schiff aus in verschiedene Richtungen. Trifft ein Strahl auf ein Hindernis, wird berechnet, wie stark abgebremst werden muss. Frage Nummer 23. Warum muss man teilweise so lange warten, bis der Barkeeper reagiert? Dinge wie Bugs oder auch Animationsprobleme kommen auf Serverseite zustande, was in den längeren Reaktionszeiten des NPCs endet. Interaktion zwischen Barkeeper und Gegenständen der Bar bergen viele Herausforderungen und können entsprechend viele Probleme verursachen. Frage Nummer 24. Und jetzt die Frage, auf die wir alle gewartet haben. Können wir wieder betrunken werden? Leider muss ich euch enttäuschen. Zurzeit ist das noch nicht der Fall. Aber es wird in Zukunft unterschiedliche Zustände geben, welche der Charakter haben kann. Na, da bin ich ja mal gespannt, welche Rauschzustände uns durch den Quantum begleiten. Zwinker, zwinker. Frage Nummer 25. Werden Pinguin-Kuscheltiere aus meiner Kapitänskajüte bestehen bleiben, wenn ich mich auslocke? Auch sehr wichtig. Das ist natürlich geplant und wird fest im Burst sein, wenn iCage online geht. Frage Nummer 26. Wie wird die Temperatur auf Planeten berechnet? Minimal- und Maximaltemperaturen werden vorgegeben und das System nimmt dann die Regelung der Temperatur automatisch vor. Temperaturen werden Auswirkungen auf Schiffskomponenten haben. Ist es kalt, müssen wir die Triebwerke erst warm laufen lassen. Ist es zu heiß, leiden die Steuerdüsen darunter. Frage Nummer 27. Wird ein Vibe mit Alpha 3.10 kommen? Eine Frage, die ich auch schon sehr oft bei uns im Discord gehört habe. Leider können Sie dazu noch nichts Genaues sagen. Es wird also noch geprüft. Mein Tipp, wartet mit Transaktionen und größeren Anschaffungen in-game, bis der Patch online ist. Am Ende ärgert man sich nur. Frage Nummer 28. Was ist mit den neuen Elektrowaffen? Welches ist ihre genaue Funktion? Erstmal das Ausschalten von Gegnern. Es soll eine andere Waffenart eingefügt werden, die Personen auch nur betäuben kann. Hier ist sehr wichtig, dass das für das Kopfgeld-Gameplay in Frage kommt. Eine Waffe, die wir dann hoffentlich auch in den waffenfreien Zonen benutzen können, wenn auf unsere gesuchte Person ein Kopfgeld ausgeschrieben ist. Wir werden sehen. Und die vorletzte Frage für heute, Frage Nummer 29. Die M50 sollte eckige Triebwerke bekommen, aber im PTU hat sie bisher immer noch die runden Triebwerke wie vorher. Warum ist das so? Chris Roberts hat sich nach Begutachtung für die alte Version entschieden. Bald wird es möglich sein, Triebwerke und Steuerdüsen im Shop zu kaufen, um das Aussehen zu verändern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die M50 das erste Schiff mit diesem Feature sein wird. Und kommen wir zur letzten Frage für heute, Frage Nummer 30. Was gefällt euch an der Alpha 3.10 am besten? Die Verbesserung der Geschütztürme. Man erkennt hier einen großen Sprung vom vorherigen Patch. Das neue UI ist auch ein weiter Schritt nach vorne. Aber auch das neue Missionsdesign gefällt Ihnen sehr. So ihr Lieben, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Episode wieder. Bis dahin, bleibt mir gesund und habt eine schöne Woche im Verse. Ich gebe zurück zu Sitgo in die Herald. Weiter geht's mit der dieswöchigen Episode Inside Star Citizen mit dem Titel Rock and Roll. Die Sendung bestand wie gewöhnlich aus zwei Teilen. Los ging es mit unserem neuen Mining-Vehikel, dem Grey Cat Rock. Dieser wird mit dem Live-Release der Star Citizen Alpha 3.10 veröffentlicht und bildet das Bindeglied zwischen FPS und Schiffsmining mit der Prospector oder der Mole. Ein Fahrzeug für die Leute, die eher ruhigere Jobs und ein entspannteres Gameplay bevorzugen.
Zunächst sahen wir jedoch ein paar Ausschnitte aus der Entwicklungsphase des Rocks. Wie bei allen Vehikeln wollen die Designer das möglichst effizienteste aus dem Konzepten rausholen. Heißt mit anderen Worten, perfekt für dessen Aufgabe. Dabei spielt natürlich die Größe und somit die Mitnahme in vielen Raumschiffen eine wesentliche Rolle. Wie und wo steige ich ein? An welcher Stelle sitzen die Lichter? Wie funktioniert der Mining Laser? Und so weiter und so fort. Das Ganze muss natürlich dann auch noch ordentlich aussehen und gut animiert werden. So bekommen wir ein neues Fahrzeug, was ähnlich funktioniert wie die Prospector, aber auf viel kleinere Ressourcen aus ist. Wenn wir dann zu einem späteren Zeitpunkt das Update der Höhlensysteme bekommen, wird der Rock auch zusätzliche Vorteile bieten. Das Coole ist auch, dass wir mit dem Traktorstrahl sogar die mit dem Multitool zuvor zerkleinerten Materialien aufsaugen können. Da fallen mir doch gleich ganz, ganz viele neue Multicrew-Gameplay-Inhalte ein. Das wird auf jeden Fall richtig cool. Wir werden das Teil auf jeden Fall sofort angucken und ausgiebig testen, sobald wir die Möglichkeit dazu bekommen. Der zweite Teil dreht sich hauptsächlich um das Thema Explosionen. Wie, wo und wann explodieren Teile eines Schiffes und welche Geschichte steckt eigentlich dahinter? Sehr beeindruckend wird das Ganze natürlich bei größeren Raumschiffen wie die Javelin oder die Idris, was wir ja auch schon zum Beispiel bei der Invictus Launch Week bestaunen konnten. Ja, da konnten sie Leute ja nicht von sich lassen, die Dinger mal zu beschießen und die sind natürlich dann auch beeindruckend explodiert. Aber eine Explosion besteht natürlich nicht nur aus einem lauten Knall und Feuer, nein. Jedes potenziell explodierende Objekt wird von Grund auf geplant und mittels Teilschritten in Explosionsphasen aufgeteilt. Was geht zuerst in die Luft und welche visuellen Effekte erzeugt es, was als nächstes und so weiter. Hier gibt es eine Vielzahl von visuellen Effekten, die eingesetzt werden können. Es gibt Schockwellen, Lichtquellen, Trümmerteile, kleine Splitter, Funken, Rauch, die zusammen Effekten, Explosionen erlebbar machen und so weiter. Alles in allem ein wichtiger Teil in Star Citizen, um eine beeindruckende Immersion zu erleben. Doch nicht, und das wird hier auch explizit nochmal von dem Entwickler erwähnt, auf Kosten der Performance unseres PCs. Ja, wer sich daran erinnert, wenn ein Riesenschiff in die Luft geht, das heißt mit anderen Worten auch, die FPS-Zahlen gehen in den Keller. Und das wird hierdurch vermieden, dass viele kleinere Explosionen nacheinander so, ja, ihr wisst, was ich meine. Übrigens, die übermächtige Arclight-Pistel hier, die wir hier sehen, die ist ausschließlich den Entwicklern vorbehalten. Ne? Da braucht ihr gar nicht auf die Suche gehen im Verse, die findet ihr nicht. Ich habe natürlich so eine, ne? Ist ja klar, aber die benutze ich natürlich nur, wenn ich merke, da sind irgendwelche Griefer unterwegs oder Leute, die welche vom Landepad rammen, dann baller ich die damit ab. Aber sonst benutze ich die natürlich nicht. Dann gab es diese Woche anstelle von Star Citizen Live eine Sendung Calling All Devs. Hier werden immer die Entwickler zu bestimmten Fragen oder Themen ausgehorcht. Dieses Mal ging es um das Stanton-System und Gäste waren Todd Pepe und Ian Leyland. Diese Sendung kam sehr, sehr spät rein. Ich habe sie gerade noch so in die Verse News drücken können. Sie kam, glaube ich, bei uns um 1.30 Uhr oder so ungefähr. Nachts, wohlbemerkt, ne? Auf jeden Fall wurde über das Stanton-System geredet. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es war ja nichts viel Neues. Ich versuche mal, die neuen Themen, die jetzt wirklich so einen ganz kleinen Aha-Effekt erzeugen, rauszufiltern und sie euch zu präsentieren. Also, am Anfang ging es erstmal nur allgemein über Sachen, was kommt denn noch so ins Stanton-System rein, was braucht man noch, um das Stanton-System fertigzustellen. Und da sagte Ian erstmal, ja, es kommen auf jeden Fall noch die Cargo-Decks zu den Space Stations und die Refinery-Decks. Und da dachte ich mir so, ja, okay, das ist interessant, ja. Aber dann ergänzte Todd Pepe noch, das ist natürlich nicht alles. Es gibt noch bei den Space Stations zum Beispiel, es wird Missionen geben, wo wir Sachen reparieren müssen. Wir werden andere Eingänge bekommen. Wir werden infiltrierte
Bereiche befreien und säubern müssen und all sowas. Ja, da wird auch bei den Space Stations noch richtig cool was kommen. Dann wurde auch kurz über das Pyro-System geredet, aber auch eigentlich nur, wir arbeiten da dran, ja, mehr jetzt nicht. Dann wurde auch kurz über die Gas-Cloud-Tech gesprochen, die natürlich wichtig ist und wo sie dran arbeiten. Dann wurde über das Medical Gameplay gesprochen, was noch komplett ins Stanton-System implementiert werden wird. Es wird aber auch nicht nur an einer Stelle sein, sondern wirklich an verschiedenen Stellen, in Levski, in Lorville, in Area 18, wo ja auch überall schon die Krankenhäuser stehen. Sie werden dann halt einfach ihre Pforten dann irgendwann öffnen. Ganz zum Schluss ging es dann noch um Crusader. Hier sagte dann Ian Leyland, dass sie mit der Cloud-Tech, die sie gerade haben und diesen Möglichkeiten, die sie haben, eigentlich schon ganz zufrieden sind und auch schon Ergebnisse haben. Aber wenn ich ihn so richtig zwischen den Zeilen raushöre, so richtig zufrieden sind sie damit irgendwie noch nicht. Ne, das ist auf jeden Fall nicht das, was sie sich, / Chris Roberts, darunter vorstellen. Ganz zum Schluss ging es dann noch runter auf die Landezone von Crusader Horizon und da muss ich sagen, war ich ein bisschen überrascht, dass wir hier schon Bilder sehen. Eine ganz frühe Whitebox-Phase, wo dieser graue People da jetzt so ein bisschen rüberwetzt und ich muss sagen, das sieht alles schon sehr, sehr cool aus. Hier sagte Ian auch nochmal, die Herausforderung an Horizon ist eine ganz andere, wie jetzt zum Beispiel Area 18 oder Lorville, denn hier wollen sie das Gefühl von Freiheit erzeugen. Ja, es soll eine wirkliche weite Sicht erzeugt werden für den Spieler. Der Spieler soll auch möglichst viel Freiheit haben, wo er hingehen kann, wie er wo irgendwo hingehen kann. Und das ist eine ganz neue Herausforderung, die sie sich jetzt gerade stellen. Aber so wie das aussieht, sind sie da auf einem relativ guten Weg. Wann das Ganze jetzt implementiert wird in unser Verse, das wurde leider nicht erzählt, aber gut, das wird ja eigentlich nie erzählt und im Grunde genommen war es das eigentlich auch schon mit der Sendung Calling All Devs. Wenn ich jetzt irgendwas Wichtiges überhört haben sollte, schreibt es bitte in die Kommentare, dann können wir da nochmal drüber reden, aber ich meine, das war so das Wesentliche, viel war halt auch schon bekannt, ne? Und das müssen wir jetzt ja jetzt nicht nochmal wiederholen, das steht ja auch auf der Roadmap so gesehen, ne, Freunde. Also, das war die Sendung Calling All Devs für diese Woche. Kommen wir zu guter Letzt zur Roadmap und hier würde ich sagen, da rasen wir mal kurz durch. Die Roadmap ist die letzte im Juli und zwar vom 31.2020 und ich würde sagen, wir steigen mal gleich in die 3.10 ein und gehen mal schnell durch. Hier haben wir letzte Woche noch die Refinery Decks gehabt, die sind ja in die 3.12 gewandert und hier haben wir ein paar Sachen dazu bekommen. Wir sind jetzt bei 31 von 47 Tasks und waren da in letzter Woche noch bei 26 von 46 Tasks, also ein bisschen was dazugekommen. Bei der künstlichen Intelligenz gleich wieder zumachen, nichts passiert. Gameplay hat sich hier in dem Bereich auch nur das Werfen von Gegenständen bzw. Granaten ein bisschen nach vorne entwickelt, steht jetzt bei 40 von 58 Tasks und letzte Woche noch bei 35 von 56 Tasks. Bisschen vorne, ein bisschen hinten, sonst hat sich hier nichts getan. Bei Ships and Vehicles ist auch nur die Origin 100i ein bisschen vorangegangen. 20 von 33 Tasks anstelle von 19 von 30. Der Rest ist gleich geblieben. Bei Weapons und Items, da ist nun leider das Greycat FPS Multitool Cutting Attachment rausgeflogen, was ich wirklich persönlich sehr, sehr schade finde. Ich habe mich schon darauf gefreut, Schiffe aufzuschweißen, irgendwelche Sachen abzutrennen. Das habe ich mir echt cool vorgestellt. Haben sie erstmal rausgenommen, wird sich an anderer Stelle wahrscheinlich irgendwann wiederfinden, hoffe ich zumindest. Als Ersatz ist es kein guter Ersatz, aber es ist auf jeden Fall ein Ersatz, ist die Behring BR2 Ballistic Shotgun dazugekommen, steht sogar schon bei 2 von 7 Tasks, eine Shotgun, naja gut, okay. Und der Behring GP33 Granatlauncher, der steht jetzt bei 20 von 33 Tasks, wie auch schon in der letzten Woche, also hier keine weitere Entwicklung. Und auch bei der Cortec nichts weiter. Ne? Alles hier, die Entchen sind immer noch auf Planung und 1 von 3 bei Server-to-Client-Actor Network Rework. So, gehen wir rüber zur 3.12. Hier ist eigentlich alles gleich geblieben, hier hat sich nichts getan. Ja, die Mystery Armor ist immer noch bei 1 von 7. Location ist immer noch bei 30 von 49. Ja, hier sind sie, die Refinery Decks. Nur hier beim Gameplay hat das Station-Based Refining ein bisschen was dazugekommen, allerdings nur hinten. Ja, steht jetzt bei 39 von 60. In der letzten Woche stand es noch bei 39 von 53. Das war letzte Woche schon poliert und Weapons und Items, da ist der Tractor Beam, das Multitool Attachment. Gut, ich hätte lieber den Cutter gehabt, aber gut, so ist das nun mal. Freunde, das soll's für diese Woche gewesen sein. Ich berichte natürlich weiterhin über aktuelle Themen
bezüglich Star Citizen, wenn es irgendwas Berichtenswertes gibt. Zum Beispiel, wenn die 3.10 live geht. Ne? Müssen wir mal schauen, wann das jetzt passiert. Ob das jetzt am Anfang der Woche oder spätestens zum nächsten Wochenende passiert. Ich denke mal, nächstes Wochenende ist wirklich absolute Reißleine. Da wird es auf jeden Fall live gehen. Aber vielleicht auch schon im Laufe der nächsten Woche. Wir müssen mal abwarten. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt mir gesund und munter. Macht es gut. Tschüss.